Und runter in die Tiefen. Wetter. Brot! Ja, unser Minotaur freut sich sowieso über jedes Stückchen Brot. Oder Essen allgemein. Fackeln, die kann man nämlich mitnehmen, da erinnere ich mich dran. Die können wir zum Beispiel in die Hand legen und dann erhält sich alles. Der sieht gar nicht freundlich aus. Oh. There is no turning back. Mehr Mana. Fernkampf ganz witzig. Boah, unser Minotaur ist was hinüber. Gar nicht so einfach. Puh. Sind wir hier vielleicht schon weiter als wir dürfen? Oder wird's jetzt, zieht der Schwierigkeitsgrad jetzt einfach nur an? Scroll of Shield. Shield Utility. Es hält also 10 Sekunden das Schild und dann können wir einfach das Schild jetzt nur um ihn drumherum. Okay. Also leider nicht für die ganze Gruppe. Salami. Ach, hier ist doch noch eine Fackel. Jetzt hat er in beiden Händen eine Fackel. Da leuchtet uns den Weg. So, there's no turning back. Denn wenn ich auf die Plattform gehe, tatsächlich. Oh. Scheiße, wir hätten speichern können. Jederzeit. Also, jetzt kommt ein Element, hoffe ich. Das war im ersten Teil, dass man nämlich das überlebt. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie etwas, dass man dann da stirbt. Things are hidden in plain sight. Ich werde hier unten einmal das kurz nutzen, um auszuruhen. Da sind sie doch auch schon ein bisschen geheilter. Verdammter Wandschalter.
for plagues. Vier Plagen. Disease. Cold. Das sieht auf jeden Fall cool aus an einem Schatz. Hier sind die vier Plagen. Und wo kriegen wir die Plagen her? Mit Sicherheit folgen, der kleine Gnome da. Oder auch nicht. Werden wir hier an der Stelle mal einen Speicherstein benutzen. Den dann hinterher. Na, wo steckst du? Schlüssel? Finde ich schon. The Nest. Klingt auf jeden Fall auch wie ein Nest. Wer dieses Piepen da gerade gehört hat. Das könnte sowas sein wie die Plage. Vielleicht. Feuerschaden. Da hätte ich nichts gegen. Sammelt er das nicht auf? Nee. Sollte ihm so geben. Das extra Messer. Die eigenen Messer sammeln die jetzt selber auf. Ich halte auch mal. Versuche erstmal ein bisschen mehr Ausschau zu halten auf die Wände wegen Geheimverstecken. Was für ein riesiger Stein das ist. Lässt uns erstmal keine Wahl, als hier hinzugehen. Ach, hatten wir nicht so Wegwerfobjekte? Ein Wegwerferblick gewesen, ja, ne? Ja. Das dahinter leuchtet doch. Haben wir jetzt nicht auf. Eine Machete. Light Weapon 6 bis 8. Der hat jetzt gerade den Rapier. Cooldown 3,5. 4,5. Okay, den Cooldown müsste man also eigentlich mit einberechnen. Die Machete macht zwar ein 6 bis 18. Das ist gut mehr Schaden. Ach Quatsch, ich könnte die ja auch schon benutzen. 4,5, 4,5. Wir die einfach mal aus. Oh. Kann ich den jetzt bewegen oder? Ich kann den schieben. Und der willst du diesen Platz dahin oder? Damit sich das da vielleicht öffnet? Thank you.
Lederrüstung. Protection plus 4, Protection plus 3. Der hat aber noch nicht den Armor-Wert und wir werden bei ihm... Oh, tricky, tricky. Ich weiß auch nicht. Ich will ja auch, dass der trifft und alles. Ziehen. Das ist ein Schlüssel. Irgendwas kommt jetzt hinter uns. Oh, scheiße, noch mehr. Verdammt. Noch einer. Kriegen wir langsam ein Problem. Die kann sich noch nicht bewegen. Ist ja alles schön und gut. Wo ist denn der fliegende Dolch hin? Gehe ich echt gleich noch in die Kammer da rein. Verdammt, haben wir den fliegenden Dolch irgendwie verloren? Ah, da ist er wieder zurück. Sind das denn immer... Was, nee, das ist eine... Heavy Weapon. So ist das Ding, was er trägt auch, oder was? Skullcleave, okay. Muss ich aufpassen, die können nicht alles tragen, ne? Irgendwann ist Schluss. Irgendwann ist Schluss. Heavy Armor. Ich könnte ihm eigentlich auch ein Schild geben. Ich meine, die beiden sollen viel aushalten. Gucken wir mal, ob wir ihn da in den Kammern. Was da noch so ist. Ein Blowpipe? Also eine. Ach, witzig. Und dann kann er die Pfeile damit spucken. Gimmick. Sag mal. Der hat nicht so viel, glaube ich. Ach, der hatte die Pfeile.
bisschen drin. Ja, langsam füllt sich das Inventar. Hier könnte man nichts mitmachen. Das ist ein Haken. Aber... mich würde immer noch interessieren, ob man dann nämlich deswegen wieder darüber kommt. Unbedingt überall runterspringen muss man jetzt auch nicht. Haben wir denn das, was wir brauchen? Kann mir Rescue. Schlüssel für gebraucht. Das ist nur das Tor von der anderen Seite. Dann können wir hier. Hier konnten wir sowieso rein. Gas, ey. Und das ist auf einfach. Da kommt schon direkt der Nächste und schmeißt auch Dolche. Also er braucht auf jeden Fall mehr Energie. Als wäre da jemand. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Konzentration. Tja. Sogar nur ein Spruch. Ne, das war Schild. Eisschatz braucht so mehrere. Was mache ich denn jetzt mit dir? Gib ich dir mehr Konzentration? Damit du noch öfter Sprüche machen kannst? Ja, ne? Hm. Ja, besser ist das. Und wir werden mal ein bisschen kurz pennen. Dass sich die Werte wieder auffüllen. Dass das jetzt so flackert, das bedeutet, dass die Fackel hier aus ist. Ich weiß nicht, ob ich die mit einer anderen Fackel anzünden kann wieder. Stimmt, das könnte ich eigentlich mal probieren. Na, kommst du oder kommst du nicht? Kommst du. Wahnsinn, was der Feuer... was das Feuer an Schaden macht. Auf der anderen Seite kostet er doch richtig Energie.
Fackel nehmen. Die lustigerweise unendlich lange an Wänden brennen können. Was sind das für Geräusche? Bisschen Resting. Oh, da ist jemand am Verhungern. Das darf natürlich gar nicht passieren hier. Die anderen werden wahrscheinlich relativ schnell folgen. Das ist ein cooler Faktor mit dem Essen, weil man... weil man so ja irgendwo in die Bedrängnis kommt, dass man was machen muss. Also nicht einfach Zeit verstreifen, also warten kann. Was willst du machen? Be quick. Ach, scheiße. Oh shit. Das war nicht be quick. Er ist verletzt. Beinverletzung. Hoffentlich mal, dass wir den schnell davon irgendwie wieder... Ging was mit dem Heiltrank? Ja. Ach, das war doch... Das ist doch unser Messer. Haben schon ihren Vorteil irgendwo, dass sie durch das, durch diese mehr Erfahrung halt schneller vorankommen, ein bisschen vor den Gegnern sind. Aber trotzdem ja auch hier den Gegner weg. Alles zusätzliche Erfahrung, lasse ich mir nicht entgehen. So schwer sind sie ja dann doch wieder nicht. Ne? Rage Potion. Be quick. Ja, das war schnell genug. Wir haben das dritte Power Game. Yay. Wieder raus. Den gleichen Weg. Schade, dass wir das jetzt hier nicht öffnen können, irgendwie. Das muss aber auch irgendwie möglich sein. Achso, da kommt man ja sowieso hin, wenn wir da einfach langlaufen. Stimmt. Yeah.
nicht so schwer. Was ist hier? Fische. War der Gegner drin oder was? Wahrscheinlich. Hat sich da verkrochen und versteckt vor uns. Das ist das Eingestürzte. Ich könnte eigentlich auch so eine Giftfalle wieder hier machen. Er ist verletzt. No energy regeneration. Können wahrscheinlich. Doch hier kann ich nichts damit machen. Was ich gar nicht probiert habe, ist die angreifen. Nee, passiert aber nichts. Passiert aber nichts. So, jetzt werden wir uns einmal ganz kurz erstmal ausruhen. Tja, blinkt aber nur bei ihm. Verdammt. Also jetzt müssten wir den sogar... Wird das dann schlimmer, die Verletzung? Oder ist er jetzt einfach nochmal verletzt worden in dem Kampf? Dann werden die Heiltränke ja immer wichtiger. Und vor allem ein Insektoid ist ja dann richtig, richtig krass im Vorteil, finde ich. Der weniger. Also die Chance, dass er verletzt ist, dass das seltener ist. Was wollte ich jetzt bei ihm machen? Light Armor, das haben wir uns schon geholt. Ja, Waffe wäre ganz praktisch. Dass er mal ein bisschen mehr Schaden macht. Und Accuracy kann man sich dann später holen. Also ich bin hierfür erstmal den auf. Weil die Waffen... Bash. Special Attack. Komm. Probieren wir aus. Light Weapons. Ja, cool. Eine Spezialattacke. Können wir den... Kann er ein bisschen fester zuschlagen. So, und bei ihm... Er bräuchte Heavy Weapons 3. Das könnten wir uns sogar holen. Er hat aber auch schon dieses Evasion minus 5. Er hat. Wir wollen ja einen Tank aus ihm machen. Also braucht er auch Armor 2, damit er besser. Damit er dieses Ausweichen beibehält. Den Ausweichenwert. Ist einfach so. Schade, das ist. Aber damit er seinen Evasion weiter beibehält. Der steht an der Front, der muss auch viel aushalten dann. Nur das Leben alleine ist jetzt auch nichts. So, unser Fernkämpfer. Ja, Missile Weapons. Ja, würde ich gerne machen, aber bringt mir bis jetzt noch nicht so viel. Firearms könnt... Können wir noch schießen, glaube ich, ne? Ja... 7 bis 21. Auf der anderen Seite sind eigentlich immer im Nahkampf und der kann jetzt auch im Nahkampf jetzt schon mit seinem Dolch angreifen, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch überhaupt so gut ist, hier noch auf Missile Weapons zu gehen. Mir gefällt das mit den Dolchen eigentlich ganz gut. Und die Dolche sind Light Weapon.
Light Weapon. Das heißt, wir könnten ihn eigentlich auch. Gut, dann wäre der Punkt ein bisschen vertan, aber mein Gott, ein Punkt. So ist das halt. Wir könnten den auch mit zwei Deutschen von hinten angreifen lassen nachher. So in die Richtung ausbauen. Ich meine, die sind eh im Nahkampf alle anscheinend später. Also wenn wir die Gegner da näher rankommen. Oder wir bauen den Fernkampf später aus. Zwei Waffen gleichzeitig angreifen. Stelle ich mir. Also, wenn der dann Yusufa, also 40% weniger Schaden. Aber ist ja immer noch mehr dann. Das ist ja immer noch verdammt stark. 40% ist ja kaum. Ist ja. Also, wenn jetzt klar 100% stehen würde, dann wird halt eine Waffe gar nicht verwendet werden. Und deswegen, also 40% finde ich jetzt gar nicht so viel. Ist sogar echt interessant. Kann man ist relativ schnell erreichbar. 3 Punkte. Ja. Macht er mehr Schaden und dann wird er schön mit zwei Dolchen angreifen. Scheint wieder eine Kammer aufgegangen. Ich glaube, das war's. Hier. Da war noch die eine Tür. Den Rest haben wir alles gemacht. Nee, die Tür. Ach, das ist eine Lampe. Verdammt. Da ist der nächste Punkt. Da ist der nächste Power Gem. Ach, bist du denn schon verrückter? Hast gedacht, du machst das jetzt auf oder was? Oh, der ist schnell. Er ist witzig, der Typ. So ein Boss. Ha 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 ha!
man es nicht mehr weg? Witziger Kerl. Was hast du uns hinterlassen? Schlüssel und eine Notiz. Der Trickster. Der Trickster. Was für ein witziger Kerl. Zeit, hier eine Fackel wieder mitzunehmen. Und aufpassen, dass man da nicht runterfällt. Das ist der Schlüssel. Da war die Fackel. Komm mal einer nach dem anderen. Ach, wir haben noch einen Spezialangriff bei der Waffe hier gehabt. Rücktalten. Na? Put, 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 put. Ja. Der haut gut rein. Wenn er trifft. Sollte ich dem Magier die. So, dann habe ich den Blitze ja drin, ne? Gedacht, dem die Steinwerfwurf-Ding jetzt zu geben, dass er überhaupt ein bisschen was machen kann. Kann ich da rechtsklick drauf machen? Das ist wie ein Angriff. Can't reach. Das ist wie ein Angriff, das Ding. Lightning Rock, Damage Shock, Charges. Ach, wenn der jetzt Accuracy 2 hätte, dann könnte der damit auch angreifen. Von der Entfernung, oder was? Das ist natürlich auch. Dann hätte er wenigstens etwas, mit dem er auch angreifen kann, wenn das Mana weg ist. Tja. Fies, fies, aber ist das wohl das nächste, was bei dem Magier angegangen wird? Ja, das auf jeden Fall. Bisschen Unordnung, Herr Stier. Mal ein bisschen was von deinem Essen einfach an die anderen ab. Mit Essen hat man ja doch nicht so das Problem hier. Noch mehr Essen. Mehr Essen. Sind wir jetzt wieder in einem Bereich? Ein neuer Bereich. Noch irgendwas Altes jetzt wieder oder zum Eingang. Eine Halle. Scheint es mir. Eine Notiz.
einem Speicherstein, den wir gleich mal direkt benutzen. Ach, das wird die auch heilen, ne? Dann kann man sich das eigentlich ganz gut merken, wenn man verletzt ist. Puh. Ach, ich dachte, jetzt kommt hier ein Kampf oder so. Ganz aufgeregt. Mehr Spruchrollen. Naja, das eine ist ein Rezept. Fireburst. Ice Shards. Shield. Force Field. Kann man also einen Gegner mit blocken? Vielleicht ist es so schlau, Säcke nachher zu machen. Für die einzelnen Spruchrollenklassen auch. Haben wir jetzt... Ja, wir haben die zwei Gems. Das war die große Aufgabe, die wir brauchten für den Tempel. Und wir kommen an einer anderen Stelle raus. Nämlich die mit dem Tür. Hey. Statt uns aber noch die Gegner da hinten. Das kann nicht mehr so die Schwierigkeit sein. Na komm, put, 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 put. Und es gibt sowohl nur hier die Truhe, die abgeschlossen ist, aber wir haben doch Lockpicks. Pellets und ein Buckler? Ist ein Buckler nicht ein Schild? Evasion plus 2. Evasion plus 5, Health minus 15. Könnte man also theoretisch dem Magier geben? Dem Schild rum. Warum auch nicht? Wenn es keine Nachteile hat. So. Ich bin mal gespannt, was passiert. Sense of Fire. Also das ist... Das war der insgesamt der Feuerschrein. Aha. Und jetzt? Das haben wir gelöst. Das ist das. Das sind wir ja gerade rausgekommen. Dann war das das alles. Ja, das war's. Wir können weitergehen jetzt. Wir können jetzt ins nächste Gebiet. Und wir werden also auf unserer Questreihe, um diese Insel verlassen zu müssen, alle Elemente zusammensuchen. Da bin ich schon gespannt, wie es im nächsten Bereich aussieht. Bis jetzt auf jeden Fall richtig cool, gefällt mir super gut. Ja, lassen wir uns überraschen, was als nächstes passiert. Und damit bis zum nächsten Teil. Ciao, ciao.